Hallo Freunde, guten Morgen. Es ist jetzt 9 Uhr in der Früh und wir waren heute schon erfolgreich Blaubeeren jagen. Also wir haben 22 Liter Blaubeeren gekauft und heute möchten wir euch in diesem Video zeigen, was wir heute, also für zwei Personen essen. Also, man nehme über Nacht eingeweichte Haferflocken. Ich überlege gerade, ich glaube, das sind 250 Gramm. Gemeinsam, also 125 Gramm pro Person. Und eine eben erstandene 1 Liter Box Blaubeeren. Yummy! Ganz frisch. Und für den ersten Smoothie mal 4 reife Bananen. Also ich glaube, dass ungefähr 4 sicher ausreichen werden, damit das Ganze süß wird. Und jetzt brauchen wir da circa ein Drittel Wasser dazu. Oder vielleicht gar nicht so viel, weil wir auch so viel Heidelbeeren haben. Ups. Okay, jetzt einmal durch den Schleudergang. Voilà! Probier mal. Die Konsistenz passt, ist flüssig genug. Und wie schmeckt's? Himmlisch. Yeah. Okay. Also wir trinken jetzt der Luki 4 Gläser von diesem Smoothie und ich 2. Hallo Leute, wir sind gerade nach Hause gekommen von der Radtour und ich zeige euch jetzt, was ich mir zum Mittagessen mache. Nämlich, es muss jetzt schnell gehen, ein Smoothie, 4 Datteln, oh, schauen so aus, die habe ich schon entkernt, rein damit, Wasser dazu. Jetzt kommt der Buchweizen dazu, den haben wir über Nacht eingeweicht. Das sind 125 Gramm pro Person. Und wenn man den 6 bis 8 Stunden einweicht, dann wird er ganz weich und dann kann man das einfach so schwupps in den Smoothie dazu geben. Okay, jetzt kommt noch Sonnendurzimt dazu. Also, Mahlzeit. Das schmeckt so gut. Ich könnte drin baden. Hallo Leute, wir sterben schon vor Hunger. Es ist schon 7 Uhr am Abend. Wir haben ein bisschen länger gebraucht mit dem Kochen, weil wir nämlich Ofengemüse gemacht haben. Also genauer gesagt sowas in die Richtung Potato Wedges, ölfrei. Genau, das ist meine Portion, das vom Luki. Und dazu gibt es Tomatensalat mit Basilikum aus dem eigenen Garten. Also nicht unserem Garten, aber den von meiner Mama. Dann rohe Karotten und rote Beete. Und ein paar Radieschen und noch ein paar Salatblätter dazu. Dann das erste Mal seit 3 Jahren, was wir uns geleistet haben, Tomatenketchup, weil wir haben nämlich einen gefunden, der ölfrei ist. Uhu. Und
Den Senf müssen wir auch testen von meiner Mama Al Natura. Schauen wir mal, wie der schmeckt. Ich bin gespannt. Also dann bis zum nächsten Video. Baba!